Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stray. Okay. Das nächste Kapitel, mir scheint, die Totenstadt. Ja, dann gehe ich mal davon aus, dass wir hier nicht allzu viel finden dürften. Was ist mit euch? Ja, das sind alles die gleichen Plakate, mehr oder weniger. Sind das QR-Codes? Nö. Das sah tatsächlich nur so aus. Jemand da? Wir rufen mal. Können wir da hoch? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich selbst für dich ein bisschen viel zu balancieren. Und nicht mal über dieses Fahrrad drüber. Ja, scheint hier aber auch alles schwer verlassen zu sein. Gut. Aber zum Glück kommen wir hier rüber. Das ist Überwachungskammer. Die geht zumindest noch. Bewegungssensor, wie es scheint. Schauen wir mal. Hier gibt es aber nichts mehr von Interesse. Und zurück können wir jetzt wohl auch nicht mehr. Folgst du uns noch, Überwachungskamera? Nee. Eventuell sind wir nicht mehr interessant genug. Da sind noch mehr von den Viechern. Die sich jetzt wieder verziehen. Na, Stacheldraht, ich glaube, da sollte man nicht unbedingt rein. Das könnte ein bisschen unangenehm werden. Aber du bist wieder einigermaßen fit, so wie ich das schätze, ne? Oh, ein Roboter. Na? Du musst dran reiben? Nein. Das ist nämlich jetzt unser Roboter. Nee, das sieht nicht so aus. So einen Stuhl können wir umschmeißen. Sehr gut. Wir müssen tatsächlich hier hoch. Müssen wir doch nicht. Okay. Ich glaube, Schlösser knacken kannst du nicht. Da fehlt der entsprechende Wert. Ah, nächste Kamera. Na? Aber ich gehe mal zur Kamera hin. Geht das? Ne, ich komme da nicht hoch. Hier tut sie aber auch nichts. Will jemand aufmachen? Hallo, hungrige Katze vor der Tür. Scheinbar nicht. Ja, ich glaube, da kommen wir erstmal nicht hin. Ah, die Roboter, weiß ich, sind die Menschen weitergezogen? Help. Ah, da gibt's Hilfe. Das ist doch schön. Jetzt sollten wir uns das mal anschauen. Und haben halt ihre Arbeitsroboter da gelassen. Oh, das gibt halt nur noch Roboter. Okay, ja, das sieht es nicht so angenehm aus, aber wir können da drüber auf jeden Fall. Genau. Aber wenn wir zurückgehen und dahin. Kann ich. Einfach wieder zurück, ne? Ja. Okay. Dann da hinten geht's wohl lang. Mhm. Folge mir. Gerne.
Aber ich schaue mich erstmal kurz um. Scheint kaputt zu gehen, wenn man es anmiaut. Wie die meisten Sachen. Okay, da ist wieder eine Überwachungskamera. Ja, ich dachte mir doch genau, da kommen wir doch bestimmt durch. Oh. Sehr schön, was haben wir hier? Ein Eimer. Okay, das wird wahrscheinlich ein Rätsel sein. Dann müssen wir den Eimer wahrscheinlich irgendwo runterfallen lassen. Mau. Ah, nee, wir packen ihn einfach da rein, dass der, nicht ganz, Ventilator aufhört. Das hat gut funktioniert. Bin ich ja fast stolz auf mich. Okay. Ja, sonst ist halt hier nichts. Da macht auch keiner auf. Frechheit. Okay. Hey! Sachen zum Runterschmeißen. Ja gut, das auch. Hauptsache weg damit. Okay, oh, da sind einige. So viele Sachen zum Runterschmeißen. Paint. Ist ja die Frage, ob die oben und irgendwann mal ankommen. Ups, das hat hoffentlich nichts kaputt gemacht. Und wenn, ist es uns egal. Wir sind eine Katze. Wir kümmern uns nicht um materielle Dinge. Zumindest nicht, solange man sie nicht essen kann. Okay. Ah, müssen wir da... Ja, wahrscheinlich müssen wir da rein. Yep. Ah, okay. So, du kommst runter. Okay, und dann können wir jetzt nämlich da runter. War gut gemacht. Dann hoffen wir, dass wir nicht in irgendwelche Glassplitter reinhüpfen. Guck mal, wir haben ein blaues Bett. Okay, wir hinterlassen mal keine Farbtupfer. Mau. Ah, können wir ja kratzen. Sehr schön. So, die haben sie auch mal wieder nötig, die Krallen. So, da auch. Ah ja. Dann kratzen wir hier halt auch nochmal eine Runde. Sehr schön. Da geht es dann wohl weiter. Wir können auch hier nochmal Zeug runterschmeißen. Ansonsten können wir es eigentlich ins Bett legen. Eine Runde pennen. Ne? Vielleicht nicht unbedingt in der Farbe, aber... Dann wäre doch eine orange-blaue Katze. Das ist das 11. Oktober. Die Uhr geht aber noch. Zeigt aber nicht die aktuelle Zeit an. Also, die wir jetzt hier gerade haben. Hui. Das können wir jetzt schon wieder nicht lesen. Können wir am Sofa kratzen? Nee, können wir nicht. Thank you.
Da geht's rüber. Was ist das? Ah. Ich dachte gerade irgendwie ein Saugroboter oder so. Das Miauen macht irgendwas hier mit dem Strom. Es sorgt für Interferenzen. Gucken, ob das bei jedem Bildschirm ist oder halt nur bei denen, die uns quasi ansprechen. Oh nein, kein Geld. Wir können schon in den Eimer reinspringen. Naja, sonst noch jede Menge Zahlen, die irgendeine Relevanz haben. Dann Aufzug, würde ich sagen. Ab nach unten, bitte. Wow. Und hepp. Okay. Auf jeden Fall noch eine Dose hier. Sehr schön. Können dann hier nochmal hoch. Aber sieht nicht so aus, als könnten wir hier noch irgendwie weiter. Testen wir mal. Okay, das Anmiauen scheint dieses Schild nicht zu interessieren. Okay, cool, cool. Sollen wir wahrscheinlich nach oben, so wie das hier aussieht. Genau, geht weg. Husch, husch. Husch, husch, husch. Ab ins Körbchen mit euch. Okay, das bringt mich auch nicht so viel weiter. Oh. Ich glaube, wir haben es kaputt gemacht. Ja, scheint so. Schade. Ich glaube, jetzt habe ich ja den Jumpscare nicht so ganz mitgekriegt, weil ich gerade in der einen Ecke war. So ein Pech aber auch. Aber ja, dann, geht's hier nach oben? So, gespeichert worden. Ach, noch mehr von den Dingern. Okay, ich glaube, wir sollen abhauen. Hopp. Ah. Na, schnell weg. Na, fuck. Doch so ein Viech noch erwischt. Na komm. Ja. Weg. Na, können ja einigermaßen ausweichen, tatsächlich. Ja, bis uns halt hier. Komme ich da durch? Nein. Hey, wir haben es nicht geschafft zu sterben. Erster Gegner. Aber gut, dann gehen wir vielleicht nicht da lang, sondern eine andere Richtung. Werden aber schon echt viele nachher.
Gut, dann jetzt nochmal. Schön hin und her wiegeln. Da geht es ja auch nicht so großartig weiter. Ja. Wie immer die gleichen Stellen, wo ich erwischt werde. Ja, es sind zu viele. Jetzt hier schon wieder drauf, ne? Der erste Part, wo es was zu tun gibt, ich krieg's nicht hin. Okay, kann ich hier hoch? Ja. Jetzt lass doch mir... Danke. Okay, haben wir's hier? Okay, wir haben es. Geschafft. Erstmal kratzen. Gut. Hm. Ja, das haben wir schon gemerkt, dass hier die Sachen halt angehen. Können wir uns hier irgendwie hinlegen? Können wir nicht. Nee, sieht nicht so aus. Okay, was sagt die Zeit? Aber noch ein bisschen. Das ist doch schön. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Habe ich Miauen freigeschaltet. Okay, was haben wir hier? Eine Möglichkeit, irgendwie rüberzukommen, schätze ich mal. Ja, da geht es tief runter. Soll vielleicht nicht unbedingt runterfallen. Und daher schaffen wir uns, glaube ich, vielleicht da mal hier entlang. Ups. Ich glaube, da ist gerade was runtergefallen. Zum Glück waren es wir nicht. Ach ne, wir müssen da unten rum. Okay. Dann vielleicht hier rüber. Jawohl. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, den Sprung haben wir nicht ganz geschafft. Aber hast dich zum Glück diesmal wieder fangen können. Können wir das runterschmeißen? Ah, okay. Dann, ja. Geht es eigentlich da weiter? Gibt es hier noch irgendwas mitzunehmen? Irgendwas Interessantes? Zu sehen, zu entdecken? Nicht so wirklich, habe ich den Eindruck. Ne, okay, dann würde ich sagen, gehen wir da einfach mal weiter. Mau. Okay. Und Ball. Nur mit raufen? Ne. Bin ihn anmiauen. Warte, ich wollte ja eigentlich ganz gern nach oben. Bier. Oder? Ja, ist das nicht Bier. Aber das scheint es ja, das scheint es hier gewesen sein. Ah, noch eine Kamera. Auch die macht erstmal nix. Ah ja, ich schätze, wir müssen dann dahin. Wir gucken mal ins Fenster.
Das machen wir, glaube ich, dann erstmal, nachdem wir diesen Blumentopf runtergeschmissen haben, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.